Okay, ich habe jetzt nachgeschaut, wie die Sache mit den Karten funktioniert. Aber bevor ich hier weitergehen tue, gehe ich nochmal zurück und erweitere meine Karte. Man muss das nämlich. Oh, hallo Klippe. Man muss hier nämlich sich noch ein bisschen. Ja, man muss noch ein paar Sachen machen, bevor man die Karte erweitern kann. Und ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Ich habe momentan keine Ahnung. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt dann nicht. Das wäre ansonsten nicht so cool. Ich gehe jetzt mal dort lang. Gut, Sandstrand. Ich gehe jetzt mal hier am Wasser entlang. In der Hoffnung, dass ich in die Map reinkomme. Ich habe jetzt komplett vergessen, wo ich im letzten Part beendet habe. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich den Ort wieder finde. Ansonsten haben wir ein riesiges Problem. So, hier ist nichts. Was ist hier? Ja, genau, jetzt sind wir wieder in der Map drin. Super. Oh. Nein. Nicht diese Musik. Halt, nein, das ist eine andere. Blöde Kuh. Lass mich in Ruhe. Schnauze. Habe ich mit dir geredet? Nein. So. Oh, wir haben Hunger. Moment, spiele ich überhaupt auf. Nein. Ich spiele auch im Pussy-Modus. Aber den schalte ich später wieder ein, wenn ich die Karte gecraftet habe. Keine Sorge, ihr kriegt ja schon noch eure Monster und mein Geschrei. Oh, Monster! Kommt alles schon noch, ne? Habt einfach nur Geduld. So, okay, hier werden wir wieder. Ich brauche zunächst die weiteres Papier. Und zwar brauchen wir Zuckerrohr hierfür zunächst. Ich suche jetzt mal die Truhen nach. Ah ja, wir haben es im Inventar, okay. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal aus Papier. Wir sollten noch ein wenig Zuckerrohr übrig lassen, damit wir die ganze Sache ja, vermehren können oder anpflanzen können. Ihr wisst schon. So, und jetzt muss, glaube ich, diese Karte hier rein, genau. Und dann ist die jetzt erweitert, glaube ich. Ich schaue es mir mal an. Genau, ihr seht, jetzt ist die Map größer geworden. Und mit jedes Papierchen, was wir hier hinzufügen, wird diese Map größer. So, ich vergrößere sie jetzt mal. Man kann die maximal 5-mal vergrößern. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt haben wir die größte Karte geschaffen, die es gibt. Ja, ihr seht den Radius. Gut, theoretisch könnte man den auch so auf einem Rahmen aufhängen und den dann und so immerhin hinschauen. Kopieren kann man die Map übrigens auch. So, aber jetzt würde ich sagen, geht das Abenteuer los. Wir durchforsten die Gegend. Ich möchte zunächst in den Dschungel rangehen oder entlang laufen. Ja. Gut, ich muss jetzt aufpassen, langsam. Oh, wird's Nacht? Moment, ich muss mich gescheit hinsetzen. So, langsam entwickelt sich das zu einer Tradition. Das mache ich irgendwie in letzter Zeit sehr häufig. Naja, scheiß drauf. Egal, so. Und wir sehen den Dschungel vor uns. Ich hoffe, dieser Part wird nicht so laggig. Momentan laggt es ein wenig. Ich glaube, weil die Welt sich irgendwie ja, neu generieren muss. So, werfen wir mal einen Blick auf die Karte und hier ist eine Klippe. Die sollten wir möglichst meiden. Nicht, dass da noch was rauskommt. So, hier sind ein paar Kühe. Ich
glaube, ich sollte die Sichtweite ein wenig senken, dann würde es nicht so laggen. Ich setze mal auf normal. So, jetzt warte ich eine Sekunde, damit sich das Ganze regenerieren kann. Gleich habe ich es. So, okay. Ja, jetzt läuft es, glaube ich, schon ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir gehen hier zunächst im Dschungel auf einen Baum rauf, damit wir die ganze Landschaft erstmal sehen können. Und... Hallo Klippe! Alter! Ist die riesig! Hier möchte ich echt nicht reinfallen. Oh Gott! Der, wo hier reinfällt, der... ist... am Arsch! So. Wir müssen hier vorsichtig sein. Hier ist es sehr löchrig, sehe ich gerade. Oder fällt mir gerade auf. Wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Ja, wir sind jetzt hier. Gut, da ist ein Baum oder ein Dschungelbaum, auf den wir die Landschaft ausspähen können. Und wir sollten uns ein bisschen beeilen, denn es wird langsam dunkel. Gut, dass wir eine Schere dabei haben. Jetzt kann ich mir ein paar Ranken holen und die dann später an dem Baum hinpflanzen. Das schleunigt. Ich möchte ungern mit ein paar Creepern hier spielen. So. Ich glaube, die müssten reichen fürs Erste. 12 Ranken. So, und ab geht's. Notfalls, falls uns die Ranken ausgehen, können wir ja noch welche hier abholzen. Hier gibt es ja auch noch ein paar Ranken. So, gleich haben wir es geschafft. Gut, wir sind jetzt oben. Ich halte jetzt mal Ausschau und suche nach einer Pyramide. Sieht schlecht aus. Ich glaube, wir hätten weiter in den Dschungel reingehen sollen, bevor wir uns auf einen Baum wagen sollten. Naja. Ha, die Schafe, die kletterten ja auch gerne. Nette Landschaft. So. Okay. Es wird Nacht. Oh Gott. Die Sonne geht unter über den Dschungel. Ich hoffe, unser Glück lässt uns nicht im Stich. Jetzt, da es Nacht wird. Die Untoten aus ihrem Jahrtausende Jahre alten Schlaf erwachen. Ich sollte jetzt achtsam sein und aufpassen und vor allem und außerdem sollte ich noch vorsichtig sein. Es kann jederzeit was passieren. Jederzeit. Jetzt, da es Nacht ist, müssen wir vorsichtig sein. Gleich spawnen die Zombies. Und sie werden uns alle umbringen wollen. Einer gegen alle. Alle gegen einen. Ich kletter mal nochmal auf einen Baum rauf, um zu schauen, was wir hier noch finden können. Uns gehen auch langsam die Ranken aus. Ich hoffe, wir überstehen die ganze Sache. Und ich hoffe vor allem, dass wir jetzt nicht sterben werden. Denn ansonsten würden wir die Karte verlieren. Und alle Sachen, die uns lieb sind, inklusive unserer verzauberten Rüstung. Warum tut sich da nichts? Jetzt so. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir auf dem Baum droben. Inzwischen ist es schon Nacht geworden. Und alles ist dunkel. Hier ist ein Ocelot. Schauen wir mal auf die Map. Dort hinten ist ein Tiger-Biom oder ein Eis-Biom. Ja, sieht nach Tiger aus. Hier ist ein kleiner Baum.
Und da schwimmt ein Skelett. Was ist da drüben? Seht ihr das da drüben? Da ist es hell. Kann es sein, dass hier vielleicht Lava ist? Naja, ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Das war nicht so geplant. Verdammt! Und jetzt? Hier sind überall garstige Gesellen. Ich wette, ich erschrecke mich gleich. Aber es hilft nichts. Oh Gott! Hühner! Autsch! Sorry, falls ich jetzt nicht so viel reden kann, ich bin gerade total angespannt. Oh. Hallo Opa, na, wie geht's dir? Hey, du hast ja tauchen gelernt. Super, ich bin stolz auf dich. So, schauen wir mal auf die Map. Okay. Und da hinten ist ein Kürbiskopf. Hat uns ins Ziel genommen. Oh Gott, er kommt direkt auf uns zu. Oh nein. Stirb! Auch er kann tauchen. So, jetzt sind wir wieder hinter feindlichen Linien. Wir müssen also achtsam sein. Und ein Kopfloser. Und ein weiterer Zombie. Oder weitere Kürbisköpfe. Lustig. Oh, mir läuft es gerade eiskalt den Buckel runter. Lauter Zombies hier, was geht hier ab? Wo kommen die denn alle her? Ach, das ist ein Baby-Zombie. Papa wird auf dich warten, im Jenseits. So, ich hoffe, es wird bald Tag. Weil ich habe langsam keinen Bock mehr. Und hier kommt ein Skelett. Meine besten Freunde. Autsch! Uah, ich verpiss mich hier jetzt. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe keinen Bock auf dich. Lass mich in Maul. Oh Gott, ich hätte Heiltränke mitnehmen sollen. Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! So. Au! Autsch! Ey, verpiss dich, du scheiß Skelett! Ich... Lass mich in Frieden, du... Afghanisches... Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Sorry. Los, Hund, beschütz mich! Untote verfolgen mich! Scheiße, ich muss mich heilen.